Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Nights. Schnappt nach dem Herz von Niewinter. Aber wir haben eine Geschichte. Wir kämpfen mit der neuentfachten Wut von Halloes Nie. Dank euch für eure Hilfe, Waldur Teclis. Ihr wart unbezahlbar. Möge euch Tür zur Gerechtigkeit führen. Ja. Ich habe jetzt Grimmigbeißer auch schon entlassen. Warte noch kurz, was hast du? Gürtel Beweglichkeit? Nee, bringt mir nichts. Diebeskapuze wäre eigentlich was richtig Nettes, aber können nur Schurken und richtig gelevelte Baden benutzen. Maske der Überzeugungskraft habe ich ja schon. Ja, okay. Ich benötige eine Passmünze. 200 Goldmünzen. Ja, hier sind die 200 Goldmünzen. Einmal mehr, meine Grüße. Ich interessiere mich für das Hinterzimmer. Nun, wir haben viele ansprechende Angestellte, die euch in diesen unruhigen Zeiten gerne Trost und Mitgefühl spenden. Sie kümmern sich um das Wohl von Männern und auch von Frauen und verstehen sich bestens auf die Kunst der Konversation sowie auf allerlei galanten Zeitvertreib und unterhaltsame Zerstreuung. Und zuvor vereinbaren beide Parteien ein Niveau des Austausches und da wäre noch eine weitere Kleinigkeit, die Vergütung. Ja, ich wünsche Erlaubnis. Okay. Bis später. Um es gleich zu sagen, das hier ist nicht das Bordell zur Befriedigung. Bordell zur Befriedigung geistiger Gelüste. Ich meine, so hieß es. Sondern, es ist schon, ja, deutlich, ich sag mal, plumper. Money, money, money. Oh, 13 Wurfpfeile plus 1, das ist nett. Hey, über sowas freue ich mich immer. Okay, Fallen können wir ja auch direkt verkaufen dann. So. Also es gibt hier, wenn ich mich richtig erinnere, drei Räume. Mit Tamora. Luce? Oder Luce? Ich weiß gerade gar nicht, wie das genau ausgesprochen wird. Und für die Damen hat man nur Tanif. Mit dem langweiligsten Artwork von allen. Und ja. Seien wir ehrlich. Die Mails gehen mal wieder leer aus. Aber das ist so eine alte D&D-Tradition. Also, Mädels kriegen seit Baldur's Gate 1 meistens nur eine mögliche Liebschaft. Und das ist ein Paladin. Hier in Neverwinter Nights 1 gibt es tatsächlich keine wirkliche Liebschaft. Man kann, wenn man die Gefolgsmannsquest komplett abgeschlossen hat, mit ein oder zwei so ein bisschen flirten, aber da passiert nichts.
Neverwinter Nights 2 gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen jeweils eine Liebschaft und eine Interessenschaft. Einmal Elaine. Ne, Elaine. Oder Elaine? Ich weiß gerade nicht mehr. Die Druidenelfin. Die kann sich in einen männlichen Charakter verlieben. Und Nishka, eine Tieflingsdame, mag den auch sehr, aber sie ist keine mögliche Liebschaft. Wobei ich keine Ahnung habe, was sie davon abhalten sollte. Aber okay. Und in für Frauen gibt es den männlichen Paladin. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt gerade. Weil ich mag weder den Paladin noch die Elfendame. Also Elfendruidin. Ich weiß. Elfenliebschaften für Männer, das ist auch so eine Tradition. Es gibt immer mindestens eine Elfe, in die man sich eigentlich verlieben kann. Ja, aber die Mädels, die kriegen halt immer nur einen Paladin. Deren so Halbliebschaft ist ein Waldläufer. Und ja, der existiert. Eigentlich ganz coole Socke, aber im Grunde steht ihm sein eigener Charakter im Weg, um interessant zu sein. Tut mir leid, mein Herr. Aber meine Gesellschaft ist nur für die Damen bestimmt. Ihr solltet vielleicht schauen, ob Tamora oder Lucy verfügbar sind. Ah, okay. Also sollte es eigentlich Lucy sein und nicht Luce oder so. Nehmen wir Tamora oder Lucy? Ganz ehrlich, ich glaube, die haben auch alle drei einzigartige Bekleidung bekommen. Naja. Im Grunde, ich bin einer anderen Lucy. Die ist eigentlich der Grund dafür, dass es überhaupt diesen Kanal gibt. Das werde ich jetzt ganz sicher nicht vollkommen weird machen. Und daher Tamora. Ich bin mir gerade unsicher. Ist es Halbelf? Halbling? Dame oder Gnom? Egal. Nun, willkommen in der Mondsteinmaske, hübscher Fremdling. Ich bin Tamora. Und ich werde euer Traum dieses Abends sein. Wollt ihr nicht der meine werden? Es ist gerade mal mittags. Habe ich irgendwas, was meine Ausdauer steigt? Das wird. Immerhin habe ich teilweise Genesung. Ich möchte mit euch reden. Und vielleicht noch mehr. Schweig, Flittchen, ich bin nicht hier, um mit euch zu reden. Auf Wiedersehen. Jetzt stellt euch mal vor. Ja? Stellt euch einfach mal vor. So ein riesiger Halborg-Barbar in blutbefleckter Ritterrüstung mit einem brennenden Zweihänder auf seiner Schulter
kommt rein, hat eine ordentliche Fahne vom letzten Bierwetttrinken oder was auch immer Skurr ist und meint zu der nur, weil er so wenig Intelligenz hat, will haben. Was meint ihr, wie geil eine Frau das macht? Vor allem, wenn man dann die Werte sieht, Stärke 20, Konstitution 20, der Rest Minusbereich. Und so auf halbem Wege hört dann Tamora: Die Erde soll euch verschlingen. Und ihr kriegt noch weiter Boost auf Stärke, Konstitution und so. Würde mir auch stinken, wenn ich... Also, nein. Wenn ihr euch das jetzt vorstellen könnt, dann ja, wisst ihr so in etwa, was Tamora bei meinem ersten Spieldurchgang gesehen hat. Ah, je. Und ich möchte hier nochmal festhalten, ja. Wir reden hier darüber, dass dieses Spiel ab 12 ist. Also ihr dürft euch schon mal überlegen, wie viel gleich noch zu hören sein wird. Wow, wie höflich. Nicht wie gewisse andere Dreckskerle. Nun, dann lass mal eine Passmünze rüberwachsen. Über ein Meer reden wir gerne später. Hier ist eine Passmünze. Mein Name ist Waldur. Sehr schön, Waldur. Nun erzähl mal ein wenig mehr über euch selbst. Was geht euch durch den Kopf? Ich kann gut hören, wenn es das ist, was ihr wollt. Denkt ihr wirklich, dass in diesem Kopf irgendwas durchgeht? Denkt ihr das? Ihr hört gut zu, macht das Reden eurer Kunden etwas entspannter? Ich denke schon. Es geht eigentlich darum zu erkennen, ob ich sie mag oder nicht. Sie vertrauen sich mir an oder ich helfe ihnen. Wollt ihr das? Was bedrückt euch? Über die ständige Einsamkeit des Abenteurerlebens klagen. Darüber trauern, dass euch niemand wirklich respektiert. Ehrlich gesagt, ich finde beides eher unpassend für seinen Charakter, aber für meinen Kanal würde passen, wäre das zweite passend. Ich meine... Ja, ist auch viel meine Schuld, dass ich halt den YouTube-Algorithmus so in Hintern drehte und nicht in Arsch krieche, dass ich dann halt immer noch nicht mal 100 Abos habe, aber... Ne? Nun, vielleicht habt ihr einen Grund, euch so zu fühlen. Vielleicht verdient ihr es auch. Ich weiß es nicht. Ich habe nie verstanden, wie manche Leute so viel haben können und trotzdem leer sind. Ich erlaube mir hier keine Urteile. Ich meine, jeder braucht etwas Mitgefühl. Ganz gleich, wie viel Spaß er in seinem Leben hat. Ja, ich würde gern über etwas anderes reden. Sprechen wir doch über euch und eure Vorlieben. Über mich? Über mich gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich bin, was ihr wollt. Und das war's. Außerdem, glaubt ihr etwas von dem, was ich sage, wenn ihr mich dafür bezahlt? Ich fände es entwürdigend, mein wahres Selbst so zu verkleiden.
Menschen tragen jede Menge Masken und manchmal ist deine Maske auch das wahre Selbst. Nur eben ist das wahre Selbst so facettenreich, dass es mehrere Masken tragen kann. Es ist sehr selbstlos, sich so hinzugeben. Das eher. Mag sein. Ich denke nicht darüber nach. Ich setze einfach gern Masken auf und nicht jeder wünscht auch ein tiefschürfendes Gespräch über das Leben. Ja, was sag ich? Manche Leute wollen einfach nur reden. Es ist ihnen egal, ob die andere Person wirklich zuhört. Na, das stimmt. Woher stammt ihr? Was ist eure Geschichte? Das ist doch wirklich egal, oder? Ich bin von hier und ich bin lange genug für euch hier. Lasst uns damit zufrieden sein. Ich bin es. Wie hart, ihr solltet ihr nicht ein Herz aus Gold haben? Haha, wie dem auch sei, ich bin hier, weil das Geld gut ist. Es ist wirklich gut und die Leute hier sind nett. Meistens jedenfalls. Und die, die es nicht sind, kriegen ihr Fett weg. Ich bringe die Leute zum Reden, mache sie etwas lockerer und dann verbringen wir vielleicht etwas Zeit im Dunkeln. Es ist wie das echte Leben, aber weniger belastend. Und besser als Bäuerin zu sein. Wahrscheinlich. Dürfte ich euch auch einige ernstere Fragen stellen? Eher unwahrscheinlich. Ich lasse Dinge nicht an mich ran. Normalerweise jedenfalls nicht. Und man muss sich schon sehr anstrengen, um mich aus der Ruhe zu bringen. Was wisst ihr über die Pest? Nicht so etwas. Ophala will nicht, dass man hier darüber spricht. Das käme wohl einer Einladung gleich. Offenbaren, dass ihr vielleicht eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Pest spielt. Was macht ihr denn hier? Gut, ihr mögt vielleicht mächtig unter Druck stehen, aber solltet ihr euch nicht an die Arbeit machen? Nicht unbedingt. Solltet ihr euch nicht schämen, hier zu arbeiten? Warum? Wenn ich mich schämen soll, wie solltet ihr euch erst fühlen? Ihr seid es doch, der das Gewerbe unterstützt. Niemand hat euch hierher gezwungen. Nun gut, lasst uns über etwas anderes reden. Aber sie hat absolut recht. Okay. Mich bedrückt nichts, ich bin stark. Klingt gut, aber ich kenne viele Leute, die so auftreten, sich dann aber als große Angsthasen erweisen. Wie sieht's mit euch aus? Vielleicht fühlt ihr euch einsam oder ihr werdet nicht so sehr gemocht, wie ihr es verdienen würdet. Es ist ja nicht so, dass ihr keine Gesellschaft bräuchtet. Schließlich seid ihr hier, nicht wahr? Natürlich könnte es auch sein, dass ihr hier seid, weil ihr euch den Schmerz ersparen wollt, der mit der Aufrechterhaltung einer echten Beziehung verbunden sein kann. Das braucht euch nicht peinlich zu sein. Ja. Vier? Kommen wir zur Sache. Bin gerade unsicher. Na komm, ich zeig's euch. Ja, okay.
Nun mal langsam, wir sind hier nicht auf dem Viehmarkt. Wenn ihr so ein Tempo vorlegt, bekommt ihr höchstens meinen Fuß in euren Hintern. Und das wird euch gar nicht gefallen. Glaubt mir. Dann sollte ich jetzt gehen. Okay. Probieren wir mal das mit der Entwürdigung. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Ich bin mir gerade unsicher, ob man einfach mit der immer wieder reden muss. Oder ob ich da noch irgendwas vergessen habe. Bin mir gerade, ich weiß gerade echt nicht mehr. Wie das hier weiterging. Ah, jetzt. Vielleicht könnten wir uns in euer Schlafgemach zurückziehen, meine Dame. Reden wir doch noch ein wenig. Ihr scheint nicht der Typ zu sein, der alles unterstützt, oder? Nein, ihr wollt nur... Reden wir noch etwas. Okay. Jetzt, wie höflich, wisst ihr, Valdur? Ich denke, ich mag euch irgendwie. Ich denke, euer Vorschlag hat seine Reize. Ja. Und denkt dran, keine Küsse.
Yay, 50 Erfahrungspunkte. Und, sie schläft. Hallo auch. Geht es um Geschäfte oder Vergnügen? Und bevor ihr nun sagt, Vergnügen ist euer Geschäft, lasst mich euch daran erinnern, dass ich euch dann gehörig in den Arsch trete. Okay. Welche Geschäfte meint ihr? Habt ihr irgendwelchen Ärger? Seht, da ist dieser Kerl, der sich entschlossen hat, mich richtig zu quälen. Er verfolgt mich, bedroht gute Kunden und solche Sachen. Der Name des Kerls ist Hoff, hängt am Hafen rum, spielt sich dort auf. Wie wäre es, wenn ihr ihm eine Nachricht überbringt? Vorzugsweise mit eurer Stiefelspitze. Vielleicht kann ich mich der Sache annehmen. Mal sehen. Herzlichen Dank für diese bewegende Versprechen. Hier, nehmt mal eine Brosche, damit Hoff weiß, dass ich euch geschickt habe. Aber seid vorsichtig, ich will sie zurück, wenn die Sache erledigt ist. Bam! Eieiei. Diese Brosche ist nicht von bester Qualität, doch die Inschrift auf der Rückseite zeigt, dass sie für jemanden von enormem Erinnerungswert sein muss. Für immer euch. Ich werde zurückkehren, das schwöre ich. Haltet mich in guter Erinnerung. Diese Nachricht datiert aus dem Jahre 1360 TZ. Sie ist also älter als ein Jahrzehnt. Okay. Wir haben zumindest noch unsere Stiefel an. Und ja, aus irgendeinem Grund wird dann hier die Karte zurückgesetzt. Obwohl es natürlich keinerlei Auswirkungen hat. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, ob Lucy auch einen Auftrag noch hat. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch das mit Hoff. Und dann ist aber auch schon wieder für heute Schluss. Ich hatte echt nicht mehr im Kopf, dass man... diese Option wirklich immer mal mehrmals durchgehen muss, um alles zu hören. Hatte ich echt vergessen. Ah je. Aber zumindest das mit Hoff hatte ich noch. Ich wusste, eine von den beiden will was von dem. Grüße euch. Kennt ihr eine Frau aus der Mondsteinmaske, Tamora? Vielleicht, nettes kleines Ding. Mag es, wenn man sie wie Dreck behandelt. Oh, wartet, nein. Ich mag es, wenn ich sie wie Dreck behandle. Ha! Was geht euch das an? Hat sie euch geschickt, damit ihr etwas dagegen tut? Ich kann's nicht glauben. Seht ihr die Brosche? Das ist ihre. Jetzt gibt's Prügel. Hey, immer mit der Ruhe, vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Schaut hier, vielleicht wollt ihr Gold. Wie lautet euer Angebot? Wo ist dies doch? 200 Goldmünzen für eure Brosche. Nö. Ihr seid einfach nur böse, das gefällt mir. Machen wir es so. Oh Gott! Es ist einfach so. Bäh, böse. Das gefällt nicht mal mir.
wie es euch gebührt. So viel dazu. Ich glaube, das ist jetzt so schneller. Da bin ich mir unsicher, wen ich gleich mitnehme. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Und ja, ich fand's übrigens schon immer ein bisschen doof, dass man nicht auch gleichgeschlechtliche Liebe haben kann. Ja, ich hab's später sogar noch beim zweiten oder dritten Versuch mit einem anderen Charakter halt, nicht mit meinem Barbaren, ausprobiert. Und, ja, geht halt nicht. Geht es um Geschäfte oder Vergnügen? Ich bin hier wegen der Sache mit auf. Oh, und was habt ihr zu sagen? Er ist tot, hier ist eure Brosche. Mehr als ich erwartet habe. Aber ich werde ihm keine Tränen nachweinen. Er war ein echter Dreckskerl. Danke euch. Erwartet jedoch keine großartige Belohnung oder so. Ich kann euch nicht viel mehr bieten als Dankbarkeit und ein paar warme Gedanken. Ja, auf Wiedersehen. Naja, überlasst mich nur meinem Geschäft. Ja, werde ich auch. Ja, man könnte jetzt, glaube ich, das Gespräch quasi kostenlos nochmal machen, aber nee. Naja, ich verabschiede mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal im Finale des ersten Kapitels. Bis dahin, Gruß, Cynos-Fan.